Amerikaner sich was einfallen lassen, nämlich die Atombombe entstehen zu lassen. Das Manhattan-Projekt hieß das. Sie haben die Atombombe entwickelt. Und wenn man so eine nette kleine Atombombe entwickelt, dann möchte man sich auch mal ausprobieren. Und das haben sie gemacht im Jahre 1945. Am 6. August 1945, da gab es eine Atombombe, die hieß Little Boy. Der kleine Junge, der plötzlich runterfiel und das Land verwüstete. Und am 9. August, da war es Fat Man über Nagasaki, also ein fetter Mensch, der einfach explodierte. Und das Resultat waren 300.000 atomar verstrahlte Menschen, die erstens qualvollen Umständen gestorben sind und jede Menge Schmerzen hatten. Und nun, nur einen Monat später, nämlich im September 1945, da hatten die Amerikaner einen Plan, mit 204 Atombomben 66 sowjetische Städte dem Erdboden gleichzumachen. Diesen Plan haben sie nicht ausgeführt. Sie hatten noch mehrere, noch schlimmere Pläne. Zum Beispiel 1956, da sollten mit 1200 Atombomben nicht nur russische Städte platt gemacht werden, nicht nur sowjetische, sondern auch Peking beispielsweise und Ost-Berlin. Das ist der Frieden der NATO und wir wissen, die NATO greift ja niemanden an. Eines ist wichtig, der Krieg soll offenbar niemals aufhören. Im Gegenteil, alle Bemühungen der Russen, diesen Krieg zu beenden oder zumindest mal zu einem Waffenstillstand zu kommen, werden torpediert. Es werden noch mehr Waffen in die Ukraine geschickt. Es werden noch mehr Geld dahin geschickt. Es werden noch mehr Menschen sterben. Und jetzt wird jede rote Linie überschritten bis zu einem drohenden Atomkrieg. Und diesen Atomkrieg, den werden wir hier erleben, wenn es soweit kommen sollte. Denn die Amerikaner bzw. die Ukrainer haben das atomare Schutzschild der Russen bereits beschädigt. Und das tut man nicht, wenn man sich verteidigen möchte. Nach Russland schicken. Dann könnte es ja sein, dass diese gemeinen Russen das gar nicht gut finden und vielleicht die Atombomben vorher abfangen. Aber dadurch lösen sie sich nicht auf in Luft, sondern im Gegenteil, dann gehen sie hier herunter und dann wird Deutschland und die Deutschen nicht mehr existieren. Und wenn die Russen weiter in die Enge getrieben werden, können sie die Atombombe werfen. Und sie werden sie vermutlich dorthin werfen, wo der Krieg herkommt, nämlich hierher. Und dann kann es uns egal sein, ob wir russische Atombomben oder amerikanische Atombomben bekommen. Jedenfalls wird es Deutschland dann nicht mehr geben. Und deswegen gehen wir auf die Straße, weil wir das nicht wollen. Wir wehren uns, weil dann Frieden fehlt. Wir wehren uns, weil ihr die Zukunft stehlt. Wir wehren uns, weil wir leben wollen. Weil wir dem Völker Frieden wollen. Länder wollen gedeihen und wollen blühen. Die Kampfjets und Drohnen wollen nicht mehr schießen. Die Piloten wollen auch nicht mehr töten. Der Frieden ist so sehr vonnöten. Leben ist zum Leben da. Niemals zum Aufgeben da. Frieden ist für alle da. Da. Kriegsherren werden wir finden da und entmachten und überwinden da.
sein für eure Kriege, für euren Profit. Ins Gras beißen dürft ihr Kannibalen allein. Wir machen da nicht länger mit. Steht auf, weil es nicht mehr geht. Steht auf, sonst ist es bald zu spät. Steht auf, weil wir leben wollen. Die Kriegstreiber soll der Teufel holen. Steht auf, weil es nicht mehr geht. Sonst ist es bald zu spät. Steht auf, weil wir leben wollen. Die Kriegstreiber soll der Teufel holen. Steht auf, weil es nicht mehr geht. Steht auf, sonst ist es bald zu spät. Steht auf, weil wir leben wollen. Die Kriegstreiber soll der Teufel. Yeah.